Wir gehen hier gleich weiter mit den Videoanrufen. Wenn ich einen Videoanruf machen möchte, klicke ich hier oben auf dieses Kamerasymbol. Und ich zeige das jetzt kurz, wie das ausschauen würde, wenn ich einen Videoanruf mache. Dann hätte ich so ein Bild auf meinem Bildschirm. Ich sehe hier in diesem Bereich das Foto des anderen, also das Video des anderen, das heißt von der Person, mit der ich telefoniere. Dann habe ich hier unten mein eigenes Video. Die beiden Videos kann ich tauschen, indem ich mein eigenes Video kurz antippe, dann wäre mein Video groß und das vom anderen wäre hier unten klein. Wenn wir hier weiter nach unten schauen, gibt es so einen grauen Balken. Dieser graue Balken verschwindet übrigens immer sehr schnell, wenn man einen Videoanruf über WhatsApp macht. Da hilft es, wenn man dann einmal kurz auf den Bildschirm tippt, dann ist der graue Balken wieder da. Von links nach rechts. Wir haben hier die Möglichkeit, die Kamera zu wechseln. Das heißt, so bin ich bei meiner Selfie-Kamera. Und wenn ich hier auf das Kamerasymbol klicke, links außen, dann kann ich quasi mit meiner Frontkamera filmen, beziehungsweise das Video eben das sehen, was sich vor dem Handy befindet. Dann gibt es gleich daneben die Möglichkeit, die Kamera auszuschalten, das heißt das Video auszuschalten. Dann ist das Video gestoppt. Gleich daneben gibt es die Möglichkeit, das Mikrofon auszuschalten, das heißt der andere, mit dem ich telefoniere, hört mich nicht mehr. Das ist so der Klassiker, wenn die Leute sagen, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht, dass man unabsichtlich vielleicht das Mikrofon ausgeschalten hat. Und nochmal rechts daneben sehen wir die Taste zum Auflegen. Das sind einmal die Videoanrufe. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von Sprachanrufen. Das heißt, wenn ich hier wieder oben schaue, oben rechts, habe ich hier diesen Telefonhörer. Mit diesem Telefonhörer kann ich einen Sprachanruf machen. Wenn ich den Telefonhörer antippe, dann kommt so ein Bildschirm auf WhatsApp. Dann sehe ich hier, mit wem ich telefoniere, wie lange ich schon mit dem telefoniere. Hier sehe ich das Profilbild von dem Kontakt, mit dem ich spreche. Und wenn wir wieder ganz unten schauen, dann gibt es wieder diesen grauen Balken. Und in diesem grauen Balken kann ich ganz links außen den Lautsprecher aktivieren, also wie bei einem ganz normalen Telefongespräch auch. Daneben könnte ich zu einem Videoanruf wechseln, so wie wir es gerade schon gesehen haben. Dann gibt es wieder die Möglichkeit, das Mikrofon stumm zu schalten. Und gleich daneben die Möglichkeit zum Auflegen. Das waren die verschiedenen Möglichkeiten, wie man auf WhatsApp telefonieren kann. Und sonst kann man natürlich auch schreiben oder Sprachnachrichten senden.